Geht es Ihnen gut? Ist alles in Ordnung? Ja. Ja, ja. Okay, alles klar. Ich bräuchte von Ihnen nachher auf jeden Fall noch mal eine Unterschrift. Ist das okay? Ja, ja, ja. Okay, alles klar. Danke. Mann, die haben dich ja ganz schön in Schach gehalten. Du siehst ja echt schlimm aus. Und deine Haare, die sahen auch schon mal besser aus. Hey, jetzt komm schon. Du tust ja gerade so, als ob es allein deine Schuld gewesen ist. Ich war auch dafür und hätte dich jederzeit abhalten können. Es hätte genauso gut andersrum passieren können. Und bremsen war da gar nicht möglich. Es war einfach Pech. Pech? Du hast sie immer geliebt, nicht wahr? Na, Laura. Ja. Du hast es immer gewusst. Sie hat's mir erzählt, als ihr nach Jahren drüber geredet habt. Weißt du noch, als wir sie kennengelernt haben? Ich wusste von Anfang an, sie wäre was für dich. Und dann bin ich mit ihr zusammengekommen. Obwohl ich wusste, was du für sie fühlst. Wieso kommst du jetzt damit? Naja, dann sind wir jetzt quitt, oder? Alles wieder gut. Was redest du da? Ist überhaupt nichts gut. Es war alles meine Schuld. Philipp, schau mich an. Sehe ich unglücklich für dich aus? Es ist alles okay und ja, es ist deine Schuld. Ich liebe Laura, ich liebe sie wirklich. Und obwohl du wusstest und das Gleiche für sie fühltest, hast du mir den Vortritt gelassen. Das war echt das Größte, was du je für mich getan hast. Danke. Pass auf Laura und die Kleine auf. Und sag ihr, dass es mir leid tut. Ja, okay. Versprochen. Du bist der Beste. Weißt du, oder? Wir sehen uns.
Bis dann.